Ja, das ist Fegelein. Das ist Hermann Fegelein, der Schwager von Hitler. Der war Kommandeur. Ich bin im September 1940 nach Warschau einberufen und kam zu der Kavallerie, die damals im Aufbau war. Und zwar wurde ich nach Warschau einbeordert und hatte das Glück, gleich zur ersten Schwadron zu kommen. Und da haben wir eine ganz harte Ausbildung gekriegt. Die Kavallerie war damals im Aufbau und der Kommandeur war Fegelein, Hermann, der Ältere. Und da sind wir ganz doll nach Russland rein und sind bis Minsk vorgestoßen. Wir haben sehr oft Heckenschützen erlebt, also russische, die sich in Wäldern und so versteckt gehalten hatten, und kamen bis Minsk. Das war Anfang Juli 1941. Und eines Tages hieß es eine große Parade der Himmler. Und dann hat der Himmler da eine Rede gehalten und hat nur gesagt, dass wir, an uns würden große Sachen gestellt, dass wir unseren Mann stehen müssen und so weiter. Wir haben nichts erfahren, was das zu bedeuten hatte, weil der ja in seiner Rede nur gesagt hat, er hat immer, oh, was wart ihr tapfer, und jetzt habt ihr erstmal Ruhe, und wurde auf, kamen neue Rekruten, also Soldaten kamen dazu, wegen schwerer Aufgaben. Und die Offiziere als solche mussten ja wohl Himmler auch in der Hand versprechen, dass wir die Sümpfe durchkämmen und auch nach Juden suchen würden. Ja, das kann ja nicht im Sinne der Armee gewesen sein. Nachher, wie es immer weiter in Russland ging, da haben auch selbst Truppenteile der Wehrmacht und so weiter nach versteckten Juden und sowas gesucht. Also von August rein sind wir in die Sümpfe, und ich weiß, das war da ungefähr 6 Wochen durch. Und jetzt kamen wir in ein, die Stadt macht vielleicht 3.000-4.000 Einwohner gehabt haben, in diese Stadt, und dann wurde uns gesagt, ihr müsst so Juden abführen. Die Miliz holt oder sagt uns, wo Juden sind, und die haben wir abgeführt. Das mögen ein paar hundert Juden, ich weiß es nicht, weil ja mehrere Züge immer wieder neue Juden ranbrachten. Und dann mussten wir die Juden, wie gesagt, begleiten, dass keiner abhaut, und dann kamen die in diesen Steinbruch. Habe ich in Erinnerung, dass das so ein ganz großer, ausgehöhlter Kram war mit so Felsen. Aber die Juden, die da in dieses Werk, was wir gesehen haben, wie sie da reingetrieben wurden, die hatten keine Möglichkeit zu entkommen, weil das alles steile Wände waren. Also das ist ein ausgekofferter Berg gewesen, wo früher wohl Kies oder was abgebaut war. Und die Wände waren steil, so habe ich das in Erinnerung, das sind 60 Jahre her. Habe ich aber noch genau in Erinnerung. Und da mussten wir die Juden reinbringen. Das heißt, da hatten Sie da schon so ein bisschen im Gespür, was da passieren würde dann? Da wusste man doch noch nicht, was dahinter steckt. Das war im Anfang. Und das ging den ganzen Krieg, aber auch auf die Wehrmacht sein, dass immer Jagd auf Juden gemacht wurde. Mhm. Auch an der Front. Mhm. Sie meinen sozusagen, dass das, was Himmler sozusagen Ihnen gesagt hat, da war schon damit gemeint? Das war damit gemeint, und Himmler, der wusste ja, dass das Armeekorps uns in die Sümpfe schickt, weil da keine Panzer nicht durchkamen. Der Einsatzgruppe, das habe ich in Erinnerung, das waren Spezialeinheiten, und zwar war das der sogenannte SD, was heißt Sicherheitsdienst. Ja. Also das waren ja immer nur Höchstfälle 40, 50 Leute, die können ja nicht so eine Aktion durchführen. Mhm. So groß waren die Einsatzgruppen nicht.